Ja, moin zusammen. Mein Name ist Kilian Evert. Ich studiere Soziale Arbeit an der DHBW in Heidenheim. Ich studiere Soziale Arbeit. Das ist an der DHBW noch etwas unterteilt in verschiedene Fachrichtungen. Ich selber studiere jetzt Soziale Arbeit, Soziale Dienste, bin halt auch im Jugendamt, also beim Landkreis, angestellt. Und es gibt neben den sozialen Diensten jetzt bei uns, die bei uns im Kurs mit drin sind, noch die des bürgerschaftlichen Engagements. Da haben wir zum Beispiel jemanden aus dem Flüchtlingsheim bei uns oder welche, die auch in der Sozialplanung drin sind. Dann haben wir noch die Case Manager bei uns mit drin, sind dann Leute, ich sag mal, aus dem Klinikum, aus der Eingliederungshilfe, die einfach sehr komplexe Problemlagen betreuen oder Fälle betreuen. Dann gibt es noch zwei andere Fachrichtungen. Zum einen die Kinder- und Jugendhilfe. Da würde ich behaupten, dass die einfach einen höheren pädagogischen Anteil haben, weil die halt vielen Jugendhilfeeinrichtungen direkt am Klienten arbeiten. Und dann noch die Sozialmanager, die einfach noch einen wirtschaftlichen Anteil mit drin haben. Und ich würde mich jetzt als sozialer Dienst dazwischen verorten. Also in der Theoriephase bin ich natürlich in Heidenheim, studiere da ganz normal. Es ist schon eher von der Struktur her ein bisschen schulisch. Wir haben natürlich auch Anwesenheitspflicht, weil wir natürlich weiterhin Geld bekommen. Aber es ist schon sehr eng getaktet vom Studium her, definitiv nicht unmöglich. In der Praxisphase durchlaufe ich verschiedene Ämter. Also ich war jetzt zum Beispiel in der Eingliederungshilfe, beim Jugendamt, beim Pflegekinderdienst, allgemeiner sozialer Dienst, sozialpsychiatrischer Dienst oder auch in der Sozialplanung. Besonders gut gefällt mir in meinem Studiengang bzw. an meiner dualen Ausbildung, dass ich einfach einen riesen Überblick habe über die ganzen Arbeitsfelder der sozialen Arbeit. Ich konnte überall reinschauen und dann wurde in Abstimmung mit mir gewisse Präferenzen festgelegt, dass ich halt auch sagen konnte, die Praxisphase möchte ich jetzt lieber in der Sozialplanung sein oder wie auch immer. Bei der BW gefällt mir einfach der große Praxisanteil. Also ich meine damit nicht die Praxisphasen, sondern dass wirklich auch Dozenten aus der Praxis da sind, dass immer sehr viel Praxisbezug hergestellt wird und dass wir ja einfach eine gute Verknüpfung haben zwischen Theorie und Praxis. Nach meinem Studium werde ich jetzt in der Schule wahrscheinlich anfangen, also ist eine Sonderschulform, Kooperation Landkreis und Landesschulbehörde, könnte aber genauso gut einfach beim Jugendamt, sprich allgemeiner oder in anderen Teilen kommunaler sozialer Dienst anfangen, könnte aber auch beim Pflegekinderdienst anfangen, in der Eingliederungshilfe, also mit der sozialen Arbeit stehen mir eigentlich ja, alle Türen offen, wo Sozialarbeiter bei uns eingesetzt werden.